Performance und Programmatic, Brand und Buzz, Influencer und Insights, Marktforschung und Martech, künstliche Intelligenz und Customer Experience. Wir alle sind Tag für Tag mit immer neuen Trends und Themen im Marketing konfrontiert. In diesem Podcast wollen wir uns immer ein Thema, das gerade besonders wichtig ist, rauspicken. Anhand eurer drängendsten Fragen dazu machen wir uns auf die Suche nach Antworten, die euch weiterhelfen. Herzlich willkommen bei dem W&V-Podcast Trendhunter. Wir, das sind meine Kollegin Lena Herrmann und ich, Stefanie Gruber. Wir sprechen mit RedakteurInnen, mit ExpertInnen aus Agenturen und Unternehmen und lassen die Gen Z mit ihrem Blick auf die Dinge zu Wort kommen. In der zweiten Folge heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Metaverse. Hallo Lena, wir beschäftigen uns heute mit dem Trendthema überhaupt, dem Metaverse. Ich persönlich finde es ja total spannend, aber zugleich ist es mir dann doch irgendwie noch ziemlich fremd. Liegt das vielleicht daran, dass ich überhaupt gar keine Gamerin bin? Ich vermute es fast, weil mir geht es genauso. Ich finde die Brillen mega spannend, total aufregend. Ich finde das super, wenn man die aufhat und die Welt, in die man eintaucht. Aber ganz ehrlich, zur Gamerin werde ich auch mit diesen Brillen auf der Nase sicher nicht. Wir haben es ja gemeinsam ausprobiert. Ich fand es wahnsinnig faszinierend, wenn man diese Brillen aufhat, wie tief man dann doch eintaucht. Also man merkt klar, dass wir waren im Büro, dass da irgendwo noch Kollegen sind, aber man nimmt sie irgendwie gar nicht wahr. Nein, du hast völlig recht. Man vergisst sogar, wie doof man mit dieser Brille aussieht und wie schwachsinnig man da rumhampelt. Ich kann mir ja total gut vorstellen, dass ich mit der Brille auf der Nase mal beispielsweise eine Reise buche. Oder auch das Thema Fashion, Beauty sind jetzt Bereiche, wo ich für mich jetzt schon sagen würde, da ist mit Sicherheit mit der Brille auf der Nase ein Mehrwert, wenn man mit verschiedenen Marken aus diesen Bereichen konfrontiert wird im Metaverse. Absolut. Aber ein bisschen wird es wohl noch dauern. Ich vermute es auch. Und genau darüber habe ich mit unserem Kollegen Rolf Schröter gesprochen. Der hat mir erklärt, wo wir eigentlich gerade stehen und warum trotz allem jetzt der richtige Zeitpunkt für Marken ist, auf diesen Zug Metaverse aufzuspringen. Hallo Rolf, schön, dass du hier bist. Wir sprechen heute über das Metaverse, ein mega spannendes und ganz fremdes Thema ja auch noch. Was ist denn das Metaverse überhaupt? Kannst du uns eine kleine Definition geben? Ja, das Metaverse ist zunächst einmal ein neuer Technologietrend, aber ein Technologietrend, der das Zeug hat, unsere komplette Arbeitsweise zu disruptieren und auch die gesamte Plattformökonomie möglicherweise zu revolutionieren. Warum ist es jetzt gerade für die gesamte Marketingbranche so wahnsinnig relevant, sich jetzt mit diesem Thema zu beschäftigen? Ich glaube, viele Leute haben auch eine gewisse Reaktanz mittlerweile vielleicht schon, weil du hast bei technologischen Neuerungen immer am Anfang eine totale Überreaktion. Am Anfang, also kurzfristig, werden neue technologische Trends überbewertet und langfristig werden sie oft eher unterbewertet. Es gibt diesen berühmten Gartner Hype Cycle. Das ist ein Graph, der aufzeichnet, wie technologische Trends sich entwickeln. Da siehst du auch, am Anfang schießt es hoch, dann geht es runter, weil es am Anfang gewisse Ernüchterungen gibt, möglicherweise auch mit der Technologie. Und die Leute sagen, es funktioniert ja nicht so, wie wir uns das eigentlich ursprünglich gedacht oder gewünscht hätten. Und dann gibt es ein Plateau auf hoher Ebene, wo man sieht, jetzt ist die Realität mit diesem technologischen Trend da. Wir bewegen uns ganz am Anfang von diesem Gartner Hype Cycle und es ist noch einiges zu erwarten, was noch kommen wird, sowohl was die Hardware betrifft, aber vor allem auch, was die gesamte Infrastruktur betrifft. Denn das Metaverse wird wahrscheinlich der Nachfolger von einem Web 1.0, so wie wir das jetzt kennen. Was können denn Marken von diesem Metaverse überhaupt erwarten? Ja, die Marken haben, glaube ich, im Moment auch noch nicht so ein klares Bild vor Augen, was tatsächlich möglich ist. Das liegt auch daran, dass es schwer ist, ein Marktpotenzial abzuschätzen. Und natürlich ist es ein Henne-Ei-Problem, weil es lohnt sich ja eigentlich erst richtig dann reinzugehen und zu investieren, wenn dort auch Leute sind, die du erreichst und dass du messen kannst, wen du dort erreichst, wie, mit welcher Werbung. Und ich glaube aber, dass wir nicht dran vorbeikommen werden, weil es so attraktiv ist, was dort an Möglichkeiten besteht. Denn man darf nicht vergessen, dass die Werbung im Metaverse viel intelligenter sein wird, als das, was wir jetzt sehen, viel nativer. Du kannst viel mehr mit künstlicher Intelligenz arbeiten und du hast vor allen Dingen halt dreidimensionale, immersive Erlebnisse. Also du hast richtige Experiences, die du im Metaverse bieten kannst. Hast du da ein konkretes Beispiel,
Ja, also es gibt aus diesem Bereich In-Game-Advertising, was ich gerade gesagt habe, ein Beispiel, das ich ganz interessant fand, jetzt vor ein paar Wochen, dass Frosta beispielsweise in einem Spiel, in Grand Theft Auto, GTA, dass dort ein Shop aufgebaut wurde, ein virtueller Shop, und dass dort neue Produkte verkauft werden, die Frosta anbietet. Und die brauchst du wiederum in der Spielemechanik, um als Avatar überleben zu können oder um dich ernähren zu können. Das heißt, es ist integriert in dieses Spielerlebnis und es ist irgendwie verständlich und es macht möglicherweise auch im Real-Life Appetit auf Frosta im Idealfall. Aber es gibt auch ganz andere Beispiele. Zum Beispiel hat Nike ja gerade ein Unternehmen übernommen, das heißt Artifact, also RTFKT geschrieben. Und die bieten ja auf Blockchain basierend Turnschuhe, also Sneaker, die man als NFTs kaufen kann, als Non-Fungible Tokens. Diese Sneaker werden auch von Nike produziert in der realen Welt und können gekauft werden. Und da siehst du, wie quasi die echte Welt, in Anführungszeichen, und das Metaverse, also eine virtuelle Welt, miteinander verschmelzen. Nike, das ist ein Case, der auch in unserem aktuellen Executive Briefing zum Thema Metaverse zu lesen ist. Den Link dazu gibt's hier unten dann in den Shownotes. Du hast mit Marc Wächter gesprochen, der arbeitet beim BVDW, war eigentlich für das Ressort Mobile zuständig und der übernimmt jetzt das Ressort Metaverse. Also der BVDW gründet ein eigenes Ressort jetzt schon für das Thema Metaverse. Warum? Marc Wächter ist seiner Zeit voraus, so kann man das sagen. Also ich hatte mit Marc gesprochen und es war wahnsinnig interessant, als er mir erzählt hat, wie er damals zu Mr. Mobile wurde, der er heute ist, weil er damals erkannt hat, dass hier etwas entsteht, was die Wirtschaft disruptieren kann. Und wir sind jetzt an einem Punkt, wo man auch davon ausgehen kann, dass das Metaverse neue Hardware, neue Software, ein komplett neues Gesetz möglicherweise bringen wird und wir jetzt an einem Punkt sind, wo wir die Weichen dafür stellen. Wir sehen, dass aus China heraus Bewegungen entstehen, die ganz stark da mitmischen wollen, weil das Web 1.0 ist ganz stark geprägt von den USA. Also die ganzen Grundlagen des Web 1.0 stammen aus den USA und wenn wir jetzt darüber reden, dass hier neue Grundlagen geschaffen werden für Web 3, dann gehen wir davon aus, dass die Chinesen da sehr stark dabei sein werden und hier beginnt gerade auf allen Ebenen eine Entwicklung, wo wir uns Gedanken darüber machen müssen, was wollen wir überhaupt und was für einen Gesetzesrahmen haben wir dafür und welche ethischen Prinzipien gelten dort in diesem Metaverse. Und es ist logisch, dass der BVDW als großer Verband da mitreden will und muss. Und Marc Wächter hat es früh erkannt und hat dann gleich gesagt, Mobile wird höchstwahrscheinlich zukünftig dann eben das Ressort Metaverse sein müssen. Den Link zu dem Artikel mit Marc Wächter, den findet ihr auch in den Shownotes. Ich danke dir sehr, Rolf, und würde jetzt ganz gerne zu unserem gemeinsamen Kollegen Konrad Breyer übergeben und überleiten, denn der hat eben für das aktuelle Executive Briefing mit BMW gesprochen. Und in dieses Gespräch hören wir jetzt einfach mal rein und erfahren mal wirklich an einem Unternehmen, was die ganz konkret im Metaverse schon machen und vorhaben. Konrad, Rolf hat es gerade schon gesagt, Marken sollten jetzt auf diesen Megatrend Metaverse aufspringen. Du hast dich mit BMW beschäftigt, die sich da schon umtun. Was genau machen die? Ja, BMW hat zur IAA 2021, zur Automobilmesse, eine eigene virtuelle Welt gegründet, die BMW Joytopia. Das war ein begrenztes Experiment, lief vom 7. bis 12. September und war neben der eigentlichen Messe und dem Open Space vor der Münchner Oper sozusagen der digitale Teil, in dem man die Marken BMW und Mini erfahren konnte. Man wollte natürlich auch junge Menschen erreichen, weil die interessieren sich ja überhaupt nicht mehr fürs Autofahren, da braucht man einen neuen Zugang. Und außerdem, klassische Werbung ist auch nichts für junge Menschen, da hat man sich für so eine technische Innovation entschieden. Kam diese Idee aus BMW, aus dem Unternehmen heraus? Haben die das intern entwickelt? Ja, die Idee kam von BMW selbst. Also das Konzept haben sie dann aber zusammen mit ihrer Hausagentur The Game entwickelt und Journée, das ist eine Tech-Plattform für Metaversum-Erlebnisse. Und die BMW-Leute wollten ganz bewusst eine eigene virtuelle Welt schaffen, also nicht punktuell in irgendwelchen schon bereits existierenden Welten aufschlagen, wie zum Beispiel Decentraland oder The Sandbox. Warum? Weil das ist natürlich ein ganz anderer PR-Aufschlag. Damit kann man mehr Leute locken, zumal die ja dann auch noch mit
Christoph Walz, dem Schauspieler, einen Menschen, ein Testimonial gefunden hatten, der als virtueller Fuchs durch Toytopia führte. Und dann gab es auch noch vor der IAA das exklusive Konzert von Coldplay, das 2 Tage vorher stattfand, 24 Stunden. Hat man eine Brille, eine VR-Brille gebraucht, um überhaupt Teil dieser Welt zu sein? Ich habe es ausprobiert und das Tolle ist eben, es funktioniert ohne großen technischen Aufwand. Du brauchst keine Brille. Du kannst einfach oder du konntest einfach mit übers Desktop oder Smartphone mit deinem Avatar reingehen und durch die 3 virtuellen Welten dich bewegen und ganz unterschiedliche Dinge erleben. Also zum Beispiel die Marken BMW und Mini, klar, aber die haben sich ja eher über Themen positioniert. Also es ging um Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft, Elektro- und urbane Mobilität. Allerdings, also ich war auch drin, man muss schon am Anfang lange warten, weil die haben ja, das Ganze ist Cloud-basiert. Das heißt, man muss die Serverkapazitäten ein bisschen begrenzen. Außerdem wollten sie einen exklusiven Zugang schaffen. Also waren maximal 150.000 Leute zugelassen und da gab es schon ganz schön lange Warteschlangen, um reinzukommen. Du hast dich nicht nur mit dem Thema beschäftigt, sondern du hast mit BMW selbst auch gesprochen. Wen hast du da vor dem Mikro gehabt? Ja, ich hatte das Vergnügen, mit Stefan Ponikwar zu sprechen, dem Leiter Markenkommunikation und Erlebnis bei BMW. Stefan Ponikwar, wie kamt ihr auf die Idee mit Joytopia? Die Idee kam dadurch, dass wir gesagt haben, mitten in der schärfsten Corona-Krise haben wir die deutsche Leitindustrie zu vertreten über die deutsche Leitmesse, nämlich die IAA, die internationale Automobilausstellung. Wissentlich, dass es ein großer Aufschlag ist mit vielen wichtigen Themen für die BMW Group, aber auch wissentlich, dass niemand kommen wird. Und dementsprechend war uns klar, wir müssen was tun und wir brauchen einen digitalen Weg in die große, weite Welt, um die Botschaften zu vermitteln, die wir vorbereitet haben. Und dann haben wir gesagt, okay, in dem Zweiklang, der normal ist mittlerweile in einer Experiential-Welt, dass man einerseits physisch auftritt und andererseits parallel sich überlegt, wie kriege ich ein digitales Konzept und ein digitales Storytelling vermittelt, haben wir gesagt, reicht es nicht, es braucht noch darüber hinaus zum digitalen Storytelling einen virtuellen Ansatz, der eine Zielgruppe erreichen soll, die heute nicht einmal die IAA kennt, weil wir sind nicht der Nabel der Welt und da draußen gibt's jüngere Zielgruppen, wo eine IAA ein Fremdwort ist und diese Zielgruppe wollten wir erreichen. Und da wäre ein klassisches digitales Storytelling auch nicht genügend gewesen und so war die Intention, Joytopia zu gründen und ins Leben zu rufen. Was waren die Herausforderungen, mit denen ihr euch zu Beginn konfrontiert seid? Die Frage ist wirklich essentiell. Warum? Weil wir haben uns erstmalig aus Markengesichtspunkten darüber unterhalten, wie treten wir denn auf, wenn wir Avatare kreieren? Ist es wichtiger, die Marke BMW zu widerspiegeln oder die Freiheit dem Individuum zu geben, sich selbst zu verkörpern? Sehr spannende Fragen, die da aufkamen, weil bis dato tritt man als Marke auf, man hat seine gewissen Tonalität, eine gewisse Signatur als Marke im physischen Raum oder auch im digitalen Raum, wie man in der Texttonalität auftritt, in der Bildsprache, kennen wir alles, sind wir alles zusammen Marketing-Experten. Aber plötzlich kamen Fragen auf wie, wenn ich virtuell ohne jegliche Konventionen nicht einmal physikalische Grenzen habe, wie kann ich dann den Raum gestalten und wie gebe ich dem Individuum, dem Nutzer, die Möglichkeit, sich selbst zu entfalten? Also wie viel Marke versus wie viel Individualisierungsgrad? Und wenn man sich Joytopia anschaut, haben wir klare Schieberegler Richtung Individualisierung und individuelle Gestaltung gegeben und die BMW-Tonalität und die CI massiv zurückgenommen zugunsten einem sehr kreativen, ich sage mal, Reallabor. Individualisierung inwiefern? Der Besucher oder die Besucherin konnten sich ja einen Avatar nehmen und den individuell gestalten und auch einen Namen geben und dann selbstständig ohne irgendeiner Führung durch BMW durch die Räumlichkeiten sich bewegen. Welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht? Dass wir eben genau das erreicht haben, was wir wollten, dass wir Zielgruppen erreicht haben in einer Altersklasse zwischen 16 und 35, die sich mit dem Thema im Durchschnitt 12,5 Minuten auseinandergesetzt haben. Also 12,5 Minuten ist unsere durchschnittliche Verweildauer im aktiven Gehen oder
Tanzen. Wir hatten ja diverse Möglichkeiten, wie man teilnimmt, und haben unsere Inhalte, Stichwort Elektromobilität und Nachhaltigkeit, Zirkularität, dann vermittelt bekommen. Und das war für uns ein toller Erfolg und haben 150.000 User gleichzeitig im Raum gehabt. Und das ist eine enorme Herausforderung, weil das ganze System war Cloud-basiert. Das heißt, in Real-Time kommt die Cloud rein, damit der User sich bewegen kann, sich frei bewegen kann. Wir haben ja gesehen, es gab ein virtuelles Konzert von Coldplay und ja auch einen sehr bekannten Moderator bzw. Schauspieler Christoph Walz, der als Fuchs durch die drei Welten von Joytopia geführt hat. Da hat man ja schon den Eindruck, ihr habt versucht, durch diese Popularität auch größere Kreise in der Bevölkerung für Joytopia zu interessieren. Also nicht nur Jugendliche, die ohnehin technikaffin sind. Richtig, aber die Grundsatzentscheidung war, gehen wir gesamthaft in eine virtuelle Welt über eigenen Kanal? In dem Fall, den haben wir auch diese Entscheidung getroffen, über Joytopia, First Party. Oder wir hätten auch entscheiden können, wir gehen Third Party über ein bestehendes Metaverse oder einen bestehenden Anbieter und setzen uns da mit rein. Die Entscheidung ist gefallen für unser eigenes Konstrukt. Und dann war natürlich notwendig zu sagen, wir brauchen anlassbezogen eine Story, die auf uns aufmerksam macht. Und Coldplay war ganz klar unser Zugpferd, um überhaupt auf die virtuelle Welt Joytopia aufmerksam zu machen. Und das deswegen hatten wir klar ein Teasering-Konzept gewählt, um Joytopia anzukündigen, via dem Coldplay-Konzert. Das Coldplay-Konzert kurz vor der IAA ausgespielt, war nur 24 Stunden live und danach wieder weg, um die Begehrlichkeit hochzuhalten, live dabei zu sein quasi virtuell. Und danach kam Joytopia mit seinen Inhalten während der IAA. Kann man weitere Ergebnisse nennen? Also haben sich die Markenwerte, die Bekanntheitsgrade verändert? Gibt es da irgendetwas, was man messen konnte? Ja, im Social Listening, also wir haben natürlich professionelle Tools, wie Daten auslesen im Netz. Und hier war sehr, sehr, sehr positive Tonalität zu dieser Aktion. Coldplay zum einen natürlich als emotionaler Booster, zum anderen aber auch das Messaging, dass wir BMW plötzlich unkonventionell und überraschend auftreten, Christoph Walz in Fuchsform sprechen lassen als Guide, Hans Zimmer eine Plädoyer zur Elektromobilität hält und zum Thema Sound of Silence und am Ende des Tages BMW hier vollkommen sich neu erfunden hat, wie man virtuell eine Marke respektive seine Botschaften vermittelt. Heißt zudem, jetzt nochmal konkretisiert auf Markenwerte, wir hatten im Innovationsgradmessung, wie innovativ die Marke BMW wahrgenommen wird, einen großen Sprung. Und wir hatten bei dem Wert Verjüngung der Marke, Rejuvenation, einen großen Sprung. Und die zwei Indikatoren haben wir festgehalten, was es uns in der Reputation, in den Imagewerten bringt. Das heißt, Joytopia kommt zurück? Joytopia kommt definitiv zurück. Wir sind jetzt gerade in einem Strategieprozess. Zu welchen Anlässen sind wir First Party unterwegs mit unseren eigenen Formaten und zu welchen Anlässen gehen wir in ein Third Party Universum und Metaverse? Da diskutieren wir gerade grundlegend und man wird die Marke BMW zukünftig sowohl in unseren eigenen Welten als auch in Third Party Welten wiederfinden. Was für ein interessanter Aspekt, dass BMW ganz bewusst entschieden hat, seine eigene Welt zu kreieren. Das stimmt. Und gleichzeitig schließen sie ja auch überhaupt nicht aus, dass sie sich auch mal in einer der großen anderen Metaversen bewegen werden. Es wird sicherlich spannend bleiben zu sehen, welche Art der Anwendung sie für welchen Zweck künftig nutzen werden. In dem Zusammenhang sollten wir hier vielleicht auch nochmal betonen, dass es nicht Facebook war, das den Begriff Metaverse erfunden oder geprägt hat. Die haben sich mit ihrer Namensänderung zu Meta einfach nur total klug auf dieses Thema draufgesetzt. Absolut. Den Begriff gibt es nämlich schon seit 1992 und entstammt dem Science-Fiction-Roman Snow Crash. Aber zurück zu BMW. Die haben eine Sache schon mal geschafft. Nämlich, sich als innovatives Unternehmen zu positionieren. Ja, das stimmt total. Und genau darüber habe ich mit unserem Markenexperten Marc Sasserath gesprochen. Denn aus markenstrategischer Sicht ist genau das Argument, warum man sich schon jetzt im Metaversum tummeln sollte. Warum sollten sich Unternehmen und Marken jetzt zu diesem Zeitpunkt mit dem Metaverse beschäftigen?
Ich glaube, dass der Zeitpunkt, sich mit dem Metaverse auseinanderzusetzen, jetzt natürlich ein früher ist. Und eigentlich ist das Metaverse ja etwas, was noch gar nicht so wirklich existiert, sondern wir sehen halt Versatzstücke, die an unterschiedlichen Stellen da sind. Was gerade spannend ist, ist, dass man als Unternehmen eigentlich zwei Möglichkeiten hat. Das eine ist, sich als Innovator zu positionieren und damit der eigenen Marke eine Facette hinzuzuaddieren oder auch der eigenen Organisationswahrnehmung, die progressiv ist, die dynamisch ist und die im Grunde genommen auch immer relativ weit vorne ist. Und der zweite Aspekt, den ich mindestens genauso wichtig halte, ist, dass Unternehmen natürlich jetzt die Chance haben, zu experimentieren, damit zu spielen, dadurch zu lernen und dann halt im Grunde genommen auch durch dieses Experimentieren eigentlich zu immer besseren Lösungen zu kommen. Würdest du allen Unternehmen raten, jetzt da so die ersten Versuche mal zu starten und sich jetzt damit zu beschäftigen? Ich glaube, es gibt einige Kategorien, wo durchaus interessante Versuche sind. Ein großer Bereich, der total klar ist, ist natürlich alles, was mit Gaming zu tun hat. Ich glaube, ein ganz großer Bereich ist natürlich alles, was mit Travel im weitesten Sinne zu tun hat. Was auch total klar ist, ist die Automobilindustrie, aber auch die Luxusindustrie. Eine der großen Radfahrmarken ist ja jetzt Rafa im Moment. Ne? Und es gibt ja den Rafa Cycling Club, die halt immer so Ausfahrten machen. Und die haben sehr schnell angefangen, die auch zu virtualisieren. Und du kriegst quasi deine RCC-Ware, kriegst du auch für dich und dein Avatar. Und das ist halt ganz spannend, dass du halt dementsprechend eigentlich eine Verknüpfung hast von selektiven Gütern, die dann halt im Grunde genommen zurückkommen. Und da hat das Unternehmen auch schon einen Payoff. Welche Möglichkeiten der Präsenz haben denn Marken jetzt im Moment überhaupt im Metaverse? Die Bereiche, die uns aus dem Gaming vertraut sind, da finde ich, ist es eigentlich relativ klar. Wir haben vorhin über Autorennen oder sowas gesprochen. Ich glaube, da ist ja relativ klar, dass die Automobilhersteller und tatsächlich zum Beispiel die Organisationen, die Bandenwerbung machen oder die Unternehmen, die Bandenwerbung machen und dann dementsprechend da halt irgendwie eine Präsenz haben. Wenn man dann in den Fußball reingeht, siehst du ja schon sehr unterschiedliche Spielmöglichkeiten. Du siehst die Bandenwerbung, die angepasst wird. Du siehst die klassischen Trikotsponsoren. Also wenn man sich FIFA auf der PlayStation anguckt, gibt es ja zum Beispiel dieses Adidas-Team, also wo quasi ein gesponsertes Team da ist, was halt wirklich eine Marke repräsentiert. Und ich glaube, dadurch habe ich eine ganz andere Möglichkeit, die Marke tatsächlich dann halt auch richtig zum Leben zu erfüllen. Das heißt aber, dass natürlich so klassische Love-Brands es viel leichter haben, in dieser virtuellen Welt Zugang zu den KonsumentInnen zu finden. Ich glaube schon, dass Marken, zu denen du gerne eine Beziehung hast, eine größere Rolle spielen. Das zeigt eigentlich aber auch, wie viel wichtiger eigentlich so die klassischen Markenparameter, nämlich wie relevant schaffe ich es eigentlich als Marke zu sein und wie einzigartig bin ich, mir dann halt quasi in dieser neuen Welt dann halt auch noch viel näher kommen können und damit halt auch noch eine viel, viel stärkere Beziehung eingehen können. Kann man jetzt schon absehen, welche Funktion, welche Rolle dieses gesamte Thema Metaverse im Rahmen einer Markenstrategie einnehmen wird? Ich glaube, noch ist es zu früh, weil es halt wirklich diese ganzen Fragmente gibt. Also in der verlängerten Customer Journey für eine Reise, das, worüber wir vorhin gesprochen haben, dass ich mir gewisse Dinge angucken kann oder erleben kann, spielt es, glaube ich, eine große Rolle. In einer verlängerten Customer Journey für einen Automobilkauf, dass ich Probe fahren kann, dass ich bestimmte Situationen damit meistern kann, wird das wahrscheinlich eine Wahnsinnsrolle spielen. Und je stärker es wird, umso mehr wird diese Parallelwelt zu einem Ganzen so, dass man halt wirklich sieht, okay, welche Kanäle spielen da eine große Rolle. Zumindest das kann man sagen, in 5 bis 10 Jahren wird das zumindest ein ganz, ganz wichtiger Kontaktpunkt sein. Hast du dich schon mal im Metaverse bewegt? Ich spiele. Also insofern bin ich natürlich schon ein bisschen drin. Ne? Also ich spiele FIFA, ich spiele auch schon mal GTA oder sowas. Insofern habe ich halt so eine gewisse Affinität zumindest zu dem Thema und ich habe ein Wahnsinnsinteresse an Technologie. Ich glaube, total verschließen kann ich mich dem überhaupt nicht. Aber es ist halt immer diese Aura des Spannungsgefühls drin. Wer weiß, vielleicht werden wir uns irgendwann bei dieser Podcast-Aufzeichnung im Metaverse bewegen und eben dort den Podcast aufnehmen. Was sehr lustig wäre. Ich sag euch, das kommt schneller als man denkt. Die Gen Z hat es schon ausprobiert. Ich habe mit Jason Modemann von Marwave gesprochen. Die HörerInnen der ersten Trendhunter-Folge kennen ihn bereits. Er hat nicht nur selbst einen Podcast über das Metaverse aufgenommen, sondern hat ihn mit seinem Gesprächspartner Oliver Busch, er ist Director Dach bei Meta,
im Metaverse aufgenommen. Und so kam es dann, dass wir hier saßen, beide mit unserer VR-Brille, mit einem ganz wilden Setup. Wir hatten ein Mikro vor uns, wir hatten Kopfhörer in den Ohren. Von der Oculus Rift haben wir den Ton also es war wirklich, das Setup war gewöhnungsbedürftig am Anfang. Und so haben wir den Podcast aufgenommen. Auf welcher Plattform wart ihr unterwegs? Wahrscheinlich der von Meta. Genau, es gibt ja diese Workrooms von Horizon. Das heißt, es ist so, man muss ja auch aufpassen, es ist nicht das Metaverse, wo wir drinnen waren. Ne? Wir nennen es jetzt mal so, weil es in meinen Augen das ist, was am nächsten rankommt. Aber das Metaverse, so von was wir da sprechen, was wir da als Vision sehen, das ist noch weiter weg. Und Stand jetzt gibt es eben so ein paar Applikationen, die man nutzen kann, eben auch wieder von Meta selbst in dem Fall. Und da haben wir uns praktisch in so einem virtuellen Office getroffen. Das heißt, da war ein Tisch, da war eine Tafel. Und da ist halt echt cool, ne? Wir saßen uns gegenüber, wir haben uns gesehen, wir haben uns High Five am Anfang gegeben, wir haben gestikuliert wie die Wilden, ne? Weil es natürlich auch ein cooles Gefühl ist, zu sehen, hey, da ist so ein digitaler Avatar, der macht genau, was ich gerade mache. Jason hat, wie ich finde, im Gespräch ein ganz gutes Bild gezeichnet. Während wir bislang vorm Internet saßen, steigen wir jetzt rein. Seiner Meinung nach müssen Marken jetzt dann noch keine großen Kampagnen fahren, vor allen Dingen die kleineren Marken oder die Startups nicht. Aber sie sollten sich jetzt vorbereiten auf das, was kommt. Hast du jetzt bei deinen ersten Ausflügen in die neue virtuelle Welt schon Marken getroffen? Es gibt ja viele, die das irgendwie schon vormachen, also gerade eben wieder da die ganz Großen. Mir ist es jetzt noch nicht so wirklich aufgefallen. Ich bin aber auch der felsenfesten Überzeugung, dass es jetzt gerade noch überhaupt keinen wirklichen Mehrwert hat für diese Marken, außer halt, dass sie halt eine starke PR-Story mitbringen. Also ich glaube nicht, dass du jetzt gerade irgendwie, wenn du im Metaverse dich platzierst, den wahnsinnigen Marketing-Effekt hast durch diese Maßnahme selbst. Aber natürlich ist dann der PR-Wert, der danach mit rumkommt, Wahnsinn. Ne? Also das ist natürlich, deswegen machen die Großen das ja auch gerade. Ne? Das heißt, aber jetzt auch gerade für alle, die irgendwie in einem kleineren Unternehmen sind oder einem Startup, wo halt jetzt nicht irgendwie die ganze Welt sofort draufschaut, wenn die mal irgendwie einen neuen Schritt gehen, dann glaube ich halt, macht das auch überhaupt keinen Sinn so jetzt. Ne? In diesen großen Kampagnen gedacht, wie das jetzt halt ein Adidas, ein Louis Vuitton und Co. gerade schon machen. Ne? Das heißt, ich glaube aber, und das ist ganz, ganz wichtig, glaube ich, hier jetzt auch zu sagen, ich glaube sehr fest daran, dass wir jetzt schon die ersten Schritte gehen können und dass wir jetzt schon ein Verständnis dafür aufbauen können. Und das ist möglich mit Technologien, die wir jetzt gerade schon haben. Also zum einen mit VR, so eben mit dieser wirklich virtuellen Welt, in die wir reingehen. Und da hast du ja Möglichkeiten. Ne? Es haben halt sehr, sehr wenige Leute noch so eine VR-Brille. Deswegen ist das halt nichts für die Masse. Zum anderen aber natürlich auch mit AR. Und AR, was brauchst du dafür? Ein Handy. Ein Handy haben mehrere Milliarden Menschen auf dieser Welt. Ne? Und da hast du plötzlich eine ganz große Masse, die du ansprechen kannst. Und da glaube ich sehr fest dran, dass das auch wirklich einen Marketing-Effekt schon haben kann. Ne? Wenn du wirklich sagst, hey, du verkaufst Brillen und zeigst halt den Usern wirklich mit einem AR-Filter, wie diese Brille dann an ihrem eigenen Gesicht aussieht. Ich glaube, das sind auf jeden Fall Themen, da kann man sich jetzt schon mit auseinandersetzen und die ebnen auch den Weg Richtung letztendlich Metaverse. Hast du denn schon eine konkrete Vorstellung, wie Werbeformen dort aussehen können? Ich würde da persönlich vor allem halt den großen Vorteil des Metaverse rausstellen und das ist in meinen Augen dieses anderen Menschen noch näher kommen und diese soziale Komponente noch mal eins weitergedacht. Ne? Social Media ist ein wahnsinniger Trend der letzten Jahre und ich glaube, dass der sich halt da zuspitzen wird. Ne? Dass es da eben, natürlich, das ist natürlich nochmal viel sozialer, wenn du wirklich irgendwie die andere Person dreidimensional vor dir hast, die Gestik, die Mimik siehst. Und ich glaube, das würde ich als Marke ausspielen, weil das sind natürlich Emotionen, die da auch freigesetzt werden, die uns als Brand enorm helfen, um unsere Marke aufzubauen. Das Metaverse ist also noch sozialer als die sozialen Medien. Der Kontakt zwischen Marken und KonsumentInnen noch unmittelbarer. Und das wiederum birgt neben all den Vorteilen auch Risiken. Wir müssen uns offensichtlich im Zusammenhang mit dem Metaverse intensiver denn je mit dem Thema Brand Safety auseinandersetzen. Darüber habe ich mit Isabel Rogert gesprochen. Sie ist Strategist und Trend Scout bei Think, Mitglied des GWA Young Boards und eine unserer Gen Z-VertreterInnen in diesem Podcast. Was glaubst du, was macht das mit eurer Generation, wie ihr untereinander agiert und vor allen Dingen auch, wie ihr mit Marken agieren werdet? Ich glaube nämlich, das ist immer der erste Schritt, dass man sich angucken muss, was es mit uns macht und mit unseren Lebensrealitäten, bevor man sagen kann, wo wollen wir als Marke denn hin und was wollen wir da machen. Und es gibt einfach so viele
Lebensbereiche, die davon betroffen werden, was man auch im ersten Schritt vielleicht gar nicht glaubt. Also bei mir zum Beispiel in meiner thematischen Bubble ist das ganze Thema Body Positivity, Body Neutrality halt super, super groß. Da wird das wahnsinnig viel mitmachen. Also wie sehen wir Mode, wie sehen wir Schönheit, wie sehen wir unsere Körper, wenn wir sie uns erstens selbst erschaffen können im Metaverse und zweitens auch wahnsinnig viele kulturelle Schönheitsideale ja aufeinander prallen. Und das hat super viele Wechseleffekte von fliege ich in den Urlaub oder setze ich mich vielleicht mal ein paar Stündchen in ein wahnsinnig diverses, großes Feld in dem Metaverse oder was macht das auch mit Mental Health? Also da bin ich auch total gespannt drauf, was das eigentlich mit einem macht, wenn die Offline-Welt da draußen manchmal eben nicht so bunt und unglaublich exciting und schnell ist, wie es ein Metaverse sein kann. Und ich glaube, wenn man sich da einmal ein bisschen rantastet an die Generation, dann kann man als Marke schon ganz, ganz viel gewinnen, als wenn man sagt, ich möchte jetzt bitte unbedingt einfach meinen Store im Metaverse eröffnen. Heißt das denn auch, dass Marken im Metaverse noch viel, viel mehr Verantwortung übernehmen müssen, als sie es jetzt schon tun? Stichwort Brand Safety. Ich glaube, Brand Safety ist ein total gutes Stichwort und ich glaube, es geht auch tatsächlich darüber noch hinaus und bietet uns auch eine sehr spannende Möglichkeit, das wieder in Wechselwirkung zur Offline und real in dem Sinne, nicht weil online nicht echt wäre, sondern einfach wirklich in unserer physischen Welt zu sehen. Weil wir natürlich, wenn wir auf einem gewissen Sensitivitätsstandard arbeiten im Metaverse und uns bewusst sind auch, dass beispielsweise erste Cases auch von sexueller Belästigung aufploppen, dass erste Cases auch von Fraud auftreten, dass wir dieses Wissen, was wir da generieren und diese absolute Sensibilität für soziale Issues nicht im Metaverse lassen und auch da wieder in unsere Stores zum Beispiel reinbringen. Also wenn ich ganz klassisch zum Beispiel als Fashion-Brand jetzt im Metaverse merke, Menschen interagieren ganz anders mit unserer Mode, die gehen ganz anders mit der Art um, wie sie sich geben, wie sie sich kleiden und welche Rolle vielleicht Außenwirkung verhältnismäßig zum Content spielt, kann ich das auch irgendwie in echte Store-Konzepte überführen? Kann ich das in meine Customer-Relationships überführen, wie ich mit meinen Kunden umgehe und rede? Ich glaube tatsächlich, dass sobald Marken in einen wirklich ernst gemeinten digitalen Raum eintreten und mit unserer, gerade auch vielleicht mit unserer Generation interagieren, ist es wahnsinnig wichtig, eigentlich einen konsequenten Reflexionsprozess einzubauen und auch den Mut zu haben, einfach mal zu fragen, wie wirkt das gerade auf euch? Was macht das mit euch? Und wo können wir selber auch noch lernen? Weil im Zweifelsfall, ich sehe das bei meinem Bruder, der ist 19, ich sage immer, es ist eine andere Generation und meine Eltern lachen nicht konsequent aus. Aber es ist wirklich so. Also in ein paar Jahren passiert so viel, dass auch ich als große Schwester mal fragen muss, sag, kannst du mir das mal erklären? Und auch Marken einfach mal uns KundInnen fragen können. Und das tatsächlich die Momente sind, die im Kopf bleiben, wenn man mitgestalten kann. Hallo Konrad, jetzt hören wir uns hier nochmal. Was würdest du sagen, was sind die drei wichtigsten Learnings? Das Faszinierende am Metaversum oder Metaverse ist für mich, dass es gerade entsteht, indem alle damit gemeinsam experimentieren. Also dadurch, dass es gemacht wird, entsteht es. Das heißt für mich erstens, wer jetzt als Marke reingeht, kann da ganz viel lernen und positioniert sich auch noch als Innovationstreiber. Und zweitens, denke ich, müssen wir uns auch fragen, was das eigentlich mit uns als KonsumentInnen macht und wie Marken damit umgehen. Also wir werden da ja nicht nur spielen oder uns aufhalten, um uns zu treffen und auszutauschen, von mir aus auch zu arbeiten, sondern wir werden auch einkaufen. Das heißt, Marken brauchen eine Strategie dafür, wie man da die VerbraucherInnen erreicht. Und ich glaube, es ist nicht mit plumper Reklame getan, wie wir sie heute noch oft draußen antreffen, sondern wir brauchen hier Erlebnisse, Mehrwerte, um zu berühren. Wir haben es ja ganz am Anfang eben auch in Bezug auf BMW besprochen. Genau das haben sie ja eigentlich geleistet mit einem Coldplay-Konzert, mit einem Gamification-Ansatz. Absolut. Und da hat ja bei einer eigenen virtuellen Welt ist auch das Thema Brand Safety. Aber das wird uns sehr beschäftigen, gerade wenn Marken in andere Erlebniswelten gehen, weil wir haben ja jetzt schon gehört von sexuellen Übergriffen unter Avataren. Es klingt merkwürdig, aber das gibt es. Und Marken müssen gucken, wo sie sich aufhalten, wie sie sich präsentieren. Hast du ein paar Zahlen für uns, die jetzt auch am Ende nochmal zeigen und beweisen, warum wir uns jetzt wirklich damit beschäftigen sollten?
Ja, Zahlen lieben wir doch. Also klar, es gibt Zahlen von der Unternehmensberatung Gartner, die sagen, dass bis 2026 jeder vierte von uns täglich mindestens eine Stunde im Metaversum verbringen wird. Das ist also ein Riesenpotenzial. Das gilt auch für Deutschland. Also es gab eine Studie von der Mediaagentur OMD, die sagen, 61% der Deutschen interessieren sich fürs Metaversum. 11% haben auch schon Erfahrung damit. Da ist das Stichwort Second Life. Das war ja die erste virtuelle Welt, die ja nicht geboomt hat. Jetzt dürfte es anders sein. Und was werden die Menschen dort machen? Das ist total interessant. Also 46% wollen dort spielen. Das ist keine Überraschung. Jeder zweite will dort auch reisen. 45% wollen sich bilden und für uns sehr wichtig, 41% wollen vor allem einkaufen. Wie schätzt du ganz persönlich diesen Trend ein? Also ich glaube, im Vergleich zu Second Life wird das auf jeden Fall eine wichtige Rolle spielen. Schon dieses Jahr werden da die ersten Weichen gestellt. Viele verbinden damit ja auch große gesellschaftspolitische Hoffnung, dass es weggeht von diesem plattformdominierten Internet, wo Meta und Google das Sagen haben und dass hier die Community das Netz selbst bestimmt und gestaltet, dass es offen, transparent ist und auf Digital Ownership basiert. Große Hoffnung hatte man ja schon mit dem Web 2.0, als die sozialen Medien aufkamen, die nicht erfüllt wurden. Aber ich glaube, wir haben jetzt auch einiges gelernt. Herzlichen Dank, Konrad, für diese Insights und Learnings. Und dann wünsche auch ich uns allen, dass wir weiterhin Lernende bleiben, natürlich was das Thema Metaverse betrifft, aber auch sonst, dass wir offen, neugierig und kritisch mit dem, was da kommt, umgehen. Das war die zweite Folge des W&V-Podcasts Trend Hunter. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Live-Shopping. Abonniert diesen Podcast, hinterlasst ihm eine Bewertung und empfehlt ihn weiter, denn damit helft ihr uns, dieses Herzensprojekt sichtbarer zu machen. Wenn ihr Feedback oder Anregungen habt, dann schreibt gerne an wuv-podcast@ebnermedia.de. Recherchiert und mit ihrem Insiderwissen geholfen haben in dieser Folge die W&V-Redakteure Rolf Schröter und Konrad Breyer. Autorinnen waren Stefanie Gruber und Lena Herrmann. Einen herzlichen Dank an Marc Sasserath von Sasserath Plus, Isabel Rogert von Think und Jason Nodemann von Marwave. Ton und Schnitt kamen von Klaus Bätz.